Der Mensch ist das erfolgreichste Lebewesen auf der Erde. Der Mensch ist nicht das erfolgreichste Lebewesen auf der Erde. Wir sind nicht die beste Spezies. Wir messen uns nur an uns selbst, an egoistischen Maßstäben. Wir glauben, wir sind was Besseres. Wir glauben, wir sind was anderes und besser als Tiere. Deswegen unterscheiden wir auch zwischen Menschen und Tiere und wir sagen nicht, das Tier Mensch. Viele Leute zählen Pflanzen nicht einmal als Lebewesen. Wenn man Massentierhaltung schon abstoßend findet, wie kann man sich dann ruhigen Gewissens ein modernes Feld anschauen? Worin sind wir Menschen am besten? Dass wir körperlich nicht die Größten sind, ist offensichtlich. Die Stärksten sind wir auch nicht. Die Ödersten wären wir ganz sicher auch nicht. Wir sind nicht die Schnellsten. Wir hören, sehen, riechen, fühlen oder schmecken nicht am besten. Und wer weiß, ob wir sonst noch es überhaupt nicht wahrnehmen. Wir sind auch nicht die meisten. Nur dabei. Also was sind wir? Zu viel? Das auf jeden Fall. Aber das zeichnet uns nicht gerade positiv aus. Sind wir die Gescheitern? Wohl möglich. Aber da muss man jetzt ein wenig differenzieren. Wenn man sich momentan unsere Konsumgesellschaft anschaut, die sogenannte Entwicklungsländer als Müllhalden benutzt, aber die reichen Menschen dabei immer unglücklicher und unzufriedener werden, wirken wir eigentlich gar nicht so gescheit. Was wir wirklich erfolgreich geschafft haben, ist, dass wir die Natur aus unserem Lebensraum verdrängt haben. Ebenso wie wir unzählige Lebewesen sogar ausgerottet haben. Besonders da, wo ich herkomme, aus Österreich, wird ganz genau kontrolliert, welche und wie viele Viecher wo leben dürfen. Durch den Winter werden sie gefuttert, damit sie im Herbst wieder geschossen werden können. Wir lassen uns äußerst blind kontrollieren und hauen uns dabei zum fragwürdigen Vergnügen, Gift eine, während unser Körper zerfällt. Die schöne menschliche Leistung Kunst brauchen wir uns auch nicht wirklich positiv anrechnen, da dies was äußerst Subjektives und auf unsere Spezies Begrenztes ist. Was uns wirklich auszeichnet, ist unsere Vielfältigkeit und unser Potenzial. Wir haben nur das Riesenproblem, dass wir damit, kollektiv gesehen, absolut nicht klarkommen. Auch wenn manche Menschen zu immensen Leistungen fähig sind, stellt die Mehrheit von uns einen ekelerregenden Haufen von Beleidigungen an die sogenannten höheren Lebensformen dar. In was sind wir jetzt wirklich die Besten? Im Töten.